Beim 1. FC Köln rüstet man sich schon für die erste Liga. Nicht nur das Geißbockheim wird umgestaltet. Auch die sportliche Leitung um Mirk Schmadtke feilt schon am Team für die neue Saison. Doch am Sonntag muss man erstmal zum FSV Frankfurt. Und dann geht's mit Vollgas in Richtung erste Liga. Nach der großen Meisterfeier bittet Trainer Peter Stöger nochmal zu einer Einheit. Die Stimmung ist gut, doch die Konzentration soll hochgehalten werden. Schließlich ist der FC noch auf Rekordjagd. Der Punkterekord soll eingestellt werden. Ob der FC diesen Anforderungen gerecht wird, sehen wir am Sonntag um 15.30 Uhr im Volksbankstadion in Frankfurt. Herr Stöger, Sie haben die Meisterschale beim letzten Spiel schon übergeben bekommen. Jetzt steht das Spiel gegen Frankfurt noch bevor. Wie wichtig ist Ihnen, dass die Konzentration noch weiterhin hochgehalten wird? Ja, es ist uns schon wichtig. Wir wollen heute im letzten Spiel auch ungeschlagen bleiben. Das ist 13 Spiele ohne Niederlage. Das heißt, zu verteidigen. Aber es wird schon von Woche zu Woche schwieriger, die Spannung da hochzuhalten, weil es nicht so leicht, wenn man seine ganzen Ziele erreicht hat. Und ich glaube, wir sind trotzdem sehr, sehr konstant und sehr, sehr gut mit der Arbeit weiter vorangegangen. Jetzt hoffen wir, dass wir das noch im letzten Spiel auch so durchziehen können. Der einen oder anderen geht es darum, was sich zu zeigen. Nicht jeder weiß, wie es nächstes Jahr um ihn steht hier. Von daher ist es für uns letztendlich wie jedes andere. Aber natürlich ist die Luft ein bisschen raus, weil die Meisterschaft schon entschieden ist. Aber das machen wir jetzt seit 2-3 Wochen schon. Und ich denke, wer uns nach dem Erreichen der Liga gesehen hat, der hat gesehen, dass wir nicht locker lassen. Das werden wir auch am Sonntag versuchen wieder.